Ich mache mir Sorgen um die Gesundheit und vor allem die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Wie schnell nehmen wir jede Einschränkung für sie hin, nur weil sie es duldsam und leise ertragen. Und ich möchte eine Geschichte heute erzählen über Bodo. Bodo ist der Ministerpräsident dieses Bundeslandes. Und Bodo Ramelow ist eine Gefahr. Bodo Ramelow ist sogar eine potenziell tödliche Gefahr. Und weil er so gefährlich ist, muss jeder von ihm 1,50 Meter Mindestabstand halten. Und damit wir vor dieser Gefahr geschützt sind, trägt Bodo Ramelow eine Maske. Denn wenn er was sagt, wenn er mit uns redet, dann kann uns das töten. Das heißt, die Worte von Bodo Ramelow sind potenziell tödlich. Ich könnte auch jeden beliebigen anderen Namen hier in Deutschland nennen, weil die Regierungen, die Landesregierungen und die Bundesregierung dieses Landes sagen, dass wir alle eine potenziell tödliche Gefahr sind. Also kann ich mich hier auch auf die Bühne hinstellen und kann sagen, Bodo Ramelow ist eine potenziell tödliche Gefahr, weil er das ja selber in die Verordnungen schreibt, die uns hier davon abhält, unsere Geschäfte zu öffnen, die uns davon abhält, dass unsere Kinder in die Schulen gehen, in die Kindergärten gehen und so weiter und so fort. Hat Bodo Ramelow die Möglichkeit zu beweisen, dass er keine potenziell tödliche Gefahr ist? Nein, die Möglichkeit hat er nicht. Er könnte einen Test machen, er könnte sich impfen lassen, er könnte mit sich machen lassen, was er wollte medizinisch. Bodo Ramelow könnte niemals beweisen, dass er keine potenziell tödliche Gefahr ist. Und weil er das nicht beweisen kann, muss er Abstand halten, eine Maske tragen, darf kein Geschäft führen, darf seine Kinder nicht in die Schule schicken, darf seine Eltern nicht in einem Seniorenwohnheim besuchen und so weiter und so fort. Und wenn man sich diese Idiotie mal vor Augen führt, dann kann man auch mal in unser Grundgesetz gucken. Denn das, was uns immer erzählt wird, dass es hier darum geht, Leben zu schützen, weil das der Lebensschutz so wichtig wäre, das stimmt. Aber Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz sagt nicht, dass der Staat verpflichtet ist, das Leben aller Menschen zu schützen. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja.